300 Euro Energiepreispauschale für Rentner. Betrügt die Bundesregierung die Rentner trotzdem? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte in einem Video davon berichtet, dass die 300 Euro Energiepreispauschale am 1.12.2022 für alle gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner durch die deutsche Rentenversicherung gezahlt wird. Klar ist auch, dass es keine doppelte Zahlung der Energiepreispauschale geben kann, weder als Rentner mit zwei Renten oder aber als Rentner, der am 1. September 2022 oder ab 1. September 2022 einen direkten Zahlungsanspruch der Energiepreispauschale gegenüber seinem Arbeitgeber hat. Wenn er zum Beispiel selber noch neben dem Renten, also entweder vor Rentenbeginn oder neben Rentenbeginn lohnsteuerpflichtig beschäftigt ist oder einen pauschal versteuerten Minijob ausübt. Und jetzt tauchen im Internet Meldungen auf, wo in unnachgewiesener Weise behauptet wird, dass die Regierung Rentner wegen der Energiepreispauschale benachteiligen würde, diese betrügen würde. Es geht um die Frage, warum die Energiepreispauschale für Rentner nicht als Trostpflaster sozusagen steuerfrei gestellt wird. Also als Wiedergutmachung dafür, dass die Rentner in dem zweiten Entlastungspaket noch nicht berücksichtigt wurden. Da haben wir ja auch viel Wirbel gemacht und jetzt ist es ja tatsächlich dazu gekommen, dass Rentnerinnen und Rentner am 1.12.2022 die Energiepreispauschale auch tatsächlich ausgezahlt bekommen. Die Energiepreispauschale ist einkommenssteuerpflichtig. Diese gilt für Arbeitnehmer, Beamte und Selbstständige und jetzt auch für Rentner gleichermaßen. Deshalb ist eine solche Aussage völlig absurd und auch rechtlich und fachlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Wenn also jetzt gefordert wird, dass die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner steuerfrei sein soll, weil diese Menschen das Geld nicht sofort wie die Arbeitnehmer in dem zweiten Entlastungspaket bekommen haben, so scheint das aus meiner Sicht bar jeglicher juristischer und auch normaler Realität zu sein. Wir schaffen für die Gruppe der Rentner einen steuerfreien Tatbestand und für Arbeitnehmer dann offensichtlich nicht. Es geht um eine Begünstigung für alle. Wieso sollten da Rentner eigentlich besser gestellt werden, wie zum Beispiel Arbeitnehmer, die auch kleines Einkommen haben? Nur weil der Gesetzgeber jetzt etwas korrigiert, was er vorher nicht getan hat. Was glauben Sie, was meinen Sie, wo wird das enden? Arbeitnehmer würden dann sofort zum Finanzgericht gehen und würden dort Klage einreichen und die ganze Sache geht vor das Bundesverfassungsgericht. Und dann mit dem Duktus, dass hier eine Ungleichbehandlung vorliegt und das Bundesverfassungsgericht dann möglicherweise eine Entscheidung trifft, die dann zum Nachteil für alle sind. Die 300 Euro Energiepreispauschale sind zu versteuern des Einkommens. So hat es der Gesetzgeber festgelegt. Wer als Rentner eine geringe Rente im Jahr 2022 hat, die als Jahreseinkommen aller Voraussicht nach gar nicht versteuert wird, der wird natürlich sich freuen, weil er nämlich dann die Energiepreispauschale auch nicht versteuern muss. Daher sollten wir uns solchen meinungsmachenden Äußerungen aus dem Internet nicht gemein machen und auch kein Gehör schenken. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.